Ey, es ist Sonntag. Der ein oder andere ist schon wach. Und das kann nur etwas bedeuten. Sneakerness. Der schwierigste Moment von jedem Sneaker hat. Am Sonntagmorgen, wenn Sneakerness ist, ist. Was legt man an? Und das suchen wir jetzt raus. Fragt euch bestimmt, was macht jetzt der Jenny vor der Cam? Heute über dich übernehme ich einen Teil vom Vlog, einen anderen Teil der Niki. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich gehe Geld abheben, schnell Geld wechseln und dann geht es schon bald weiter. So, ja. Endlich wieder mal unterwegs. Wir haben wieder mal einen Vlog heute. Ist wieder Sneakerness angesagt. Jetzt momentan bin ich hier mit dem Raffi. Hey Raffi, sag mal hoi. Mit dem Geiki und dem Maurus. Der Jenny ist jetzt auch gerade sich am Parat machen. Und wir treffen uns nachher in Oerlikon. Da der Geiki ist schon ein mieses Hype-Beast. On feet. 4 Jordan 4. Das Supreme Bag. Supreme Jacket und dann so ein Brasilianer-Gesicht. Fühle ich schon her, Bruder. Dann haben wir hier weiter. Supreme Stone Island Jacke. Der Maurus weiss eben schon wie. Und der Raffi. Supreme Steep Tech. Da hat er schon etwas gehabt von den Sneakerness gestern. Er war eben gestern schon. Air Force mit den Lean Cup Daddy Laces. Sonst schauen wir doch mal, wie es beim Jenny aussieht. Das Geld ist abgekappt. Wir holen jetzt den Kevin ab. Wir sehen uns später. Spätestens mit Kevin. Hi! Bist du bereit? Ja. Wo gehen wir hin? Sneakerness 218. Was hast du am Fuß? Dies, hä? An Dies, ein Bitch, ein Kind. Hey, Geiki, Bliad, wo bist du? Was hast du so für Erwartungen heute an Sneakerness eigentlich? Du bist ja letztes Jahr nicht dabei. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, so wie im Flomi. Okay. Hast du vor, zu etwas kaufen? Vielleicht, ja. Wenn mir etwas gefallen tut. Schaust du mal, was ich sage? Ja. Ha! Also wir sind jetzt angekommen, in Oerlikon. Judget mich nicht für meine Vlogkünste, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir laufen jetzt mal zum Bahnhof. Da treffen wir den Niki, den Raff, Shoutout Air Max 97, Silver Bullet. Da sehen wir uns dort. Wir haben natürlich eine kleine Überraschung vorbereitet für den Jenny, den Kevin. Hier fliegen wir jetzt. Da haben wir schon unsere ersten Companieros gefunden. Gang, gang. Oh, du bist geburt. Hey. Slav? Hi. Hey, gut, Brudi. Ich sehe doch ein bisschen Hit rumlaufen. Ha! Hey! Schlecht, gut. Schon ausgelöst. Ciao, Mann. Das ist jetzt der Hure Satte. Ja, voll. Schön. Wir sind schon lang an. Hi! Kann angelangt. Hi! Hi!
keine Sommer im YouTube. Der macht immer bei den Automaten mit. Das ist auch so ein. Jetzt gehen wir mal durch das Glück versuchen. Ein? Nur eine? Ja. Ja, muss gut fliegen. Ah, das ist der Diablo. Der ist voll verschissen. Der Jenny hat schon persönlich gespielt jetzt eine Runde. Für was gehst du, Jenny? Waterspoon. Waterspoon? Nein. Also Niki, was hast du dir heute gehabt? Das ist der Kopf von dir. Wer die Box kennt, der weiß es. Schauen wir zuerst den ersten Schuh, der drin ist. Jordan 29. Nein, ich habe eigentlich nur gehabt, weil er im Pack dazu gehört. Das Herzstück von dem Pickup haben wir oben drin. Hat er beim Dario gekauft. Easy Little Dude. Sehr nice Preis. Condition fast 9 von 10. 380 Stutz für das ganze Pack. 190 Stutz pro Schuh. Ich denke, da mache ich nichts falsch, oder? Für mich einer der wichtigsten Boxen. Hey Reezy, erzähl etwas für den Vlog. Jetzt bist du endlich auch mal in einem Lavitkin-Video, Mann. Ich bin mit Fabrizio da. Ja, jetzt gleich eintroffen. Kommt gut, oder? Ich kann mit dem Zug, aber es ist alles gut. Ohne Scheiß. Szene, Mann. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Also geil, was hast du gehabt? Ja, ich habe hier mal einen Schuh gehabt. Fairer Preis, 170 Stutz. Easy, zweiter Pickup. War ein Air Max One Chili. Das ist geil, Alter. Ja, ist einer, den ich unbedingt wählen kann. Ja, Condition ist halt ja, für die Schuhe. Also Schuhe im Vergleich zum Preis ist eigentlich recht gut. Ich habe 260 Franken gezahlt. Ich finde es recht easy eigentlich. Ist geil. Hast du Freude? Ja. Wir sind gerade, wie ihr hier seht, an der Sneakerness. Und wir werden jetzt umfragen bei diversen Leuten, wie teuer ihr Outfit ist. Let's go! Erzähl uns mal, how much is your outfit? Halt Off-White, 160. Meine Mutter ist in London angestanden, extra für das auf London geflogen. Mhm. Ja. Gucci Socks, so 110. Zara Pants, so 20, 30. Unterhose Supreme. Ja, wie viel kostet die schon wieder im Dreierpack? 30. Ja, 30. Dann Tee, 60. Rucksack, so 150, oder? Ja. Dann Stone Island Hoodie.
200. Off-White Gürtel 220. Die da zum Resellen kann ich. Ich habe einfach für die 150 zahlen. Was haben wir noch? Stickers. Ja, sagen wir mal 50 Stutz für alle. Das die 60. Das Tee etwa 100 und das Longsleeve, Supreme Longsleeve, auch 100 ungefähr. Ja, Cap, 50. Ah, da haben wir auch noch ein paar Gucci-Socken. 110 und Powerbank. Ja, 100. Wow, das war schon heftig, ja. Danke vielmals. Ja, schon. Wir haben hier unseren nächsten Kandidaten gefunden. Ein Pärchen, das wir hier gefunden haben. Wie heisst ihr? Fernando. Livia. Fernando und Livia. Und sie erzählen uns jetzt, wie teuer ihr das Outfit ist. Also gut, das sind Gucci Riding Sneaker. Die haben gekostet, umgerechnet, ich glaube, 800 Franken. Gucci Socken, die waren 120. Mhm. Das sind Diesel Jeans, 150. Nachher CDG mit Supreme. Da habe ich im Resale für 350 gekauft. Okay. Der Hermes-Gurt war ein Geschenk. Keine Ahnung, wie teuer. Dann ist eine Panerai Radomir. Die kostet 6'000. Nachher haben wir Alexander Wang mit Adidas. Das ist 200. Rucksack. MCM Backpack. 850, glaube ich. Da haben wir einen Gesamtwert von 8'470 Stutz. Okay, okay. Also jetzt kommen wir zu dir. Okay, also Ultraboost haben 220, dann Hosen sind von Teliwell 50, Pulli sind von 600 und Tasche habe ich geschenkt. Und Bieren haben wir einen Gesamtwert von 920 und zusammen als Berlier gibt das 9'390 Franken. Also mit Abstand bis jetzt das teuerste, was wir haben. Hey, danke vielmals. Wenn ihr noch Shoutout habt, euch ein Insta oder so? Ja, Nandos, N-A-N-D-O-W-Z-Z. Ja, Insta. L-X-V-X-A.A. Okay. Also, wir haben hier unsere nächsten zwei Kandidaten gefunden für unsere kleine Umfrage. Wie heisst ihr? Jamal. Fabrizio. Und der Jamal. Sie erzählen jetzt mal, wie teuer ihr Outfit ist. Wir fangen bei dir an. Also, hier meine Chain für, ich glaube, Kette 270 und das hier habe ich auf Ricardo gefunden mit dem Schlüssel für 180. Dann der Pulli 580 für D-Squared. Hosen, ich glaube 12 Stutz H&M. Unterhosen 25, Calvin Klein. Schuhe, Filling Pieces, habe ich in Amsterdam gehabt für 320 oder 220, ich weiß nicht mehr ganz genau. Gutes Outfit würde ich sagen und Gesamtwert 1387 Franken. Also bist schon mal gut dabei. Jetzt machen wir weiter beim nächsten. Das Kettchen. Ich glaube 120 gsi. Shirt 30, Ring auch 30, Lederjacke habe ich geschenkt bekommen. Hose ist H&M 40 Stutz und Schuhe 450. Und Apple Watch habe ich gratis bekommen. Ja. Wie viel hat die Wert? 420. Ja. Und das sind wir bei 1090 Franken. Gute Outfits, danke vielmals. Hey. Hey!